Chlordioxid. Was passiert in eurem Körper, wenn ihr Chlordioxid zu euch nehmt, oral oder es auf die Haut sprüht? Wir wollen uns heute einfach mal um die orale Einnahme kurz unterhalten. Chlordioxid gegen einfach ein besseres Wohlbefinden. Immer von der Pharmaindustrie natürlich totgeschwiegen, gar nicht erst erwähnen. Ja, man nennt es dann Desinfektionsmittel, kennen wir alles von Donald Trump. Ja, was hat er da gesagt mit dem Chlor? Und dann wurde er so fertig gemacht von unseren Fernsehen und Staatsfernsehen, nenne ich es gerne. Egal. Gleich geht es dann nochmal um Fußpilz im nächsten Video. Da lese ich nochmal vor aus Gesundheit verboten von Andreas Kalker. Ein Buch, was ihr euch auf jeden Fall zulegen solltet. Das hat mein Leben auf die komplette Pharmaindustrie und auf die Naturheilkunde komplett geändert. So, was ist mir aufgefallen? Noch einmal keine Heilaussage. Ganz, ganz wichtig. Erstmal muss ich da ganz kurz sagen, ich habe etwas Wichtiges zu Chlordioxid vergessen, euch zu erzählen. Und zwar, das ist dieses geile gelbe Zeug, ne? Habe ich euch ja gestern erzählt. Ihr dürft Chlordioxid nicht mit einem Löffel umrühren, also keinen metallischen Gegenstand. Nehmt euch einen Holzlöffel, mir fiel das heute auf, weil jemand mich angeschrieben hatte, wollte anfangen CDL, Chlordioxid zu nehmen und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, ich habe auf meinen ganzen Videos noch gar nicht erzählt, bitte nicht mit einem Metalllöffel umrühren, sondern mit einem Holzlöffel. Ich rühre es gar nicht um, ich sprühe es einfach ins Wasser und schüttel das einmal. So, Chlordioxid, was passiert mit dem Körper? Also was ist mir passiert? Wie gesagt, wie immer keine Heilaussage. Also ich habe Chlordioxid angefangen zu nehmen vor ungefähr 1,5 Jahren. Habe mit einem Tropfen angefangen, 2, 3 Tropfen und dann habe ich mich ein bisschen gesteigert. Und nach einer Woche, das Schöne ist, das Komische ist, es ist mir nicht sofort aufgefallen. Es nachhinein fallen euch die Sachen auf. Zum Beispiel, ihr nehmt das ungefähr 1, 2, 3, 4, 5 Tage, 6, 7 Tage und ihr merkt nach, weiß nicht, einer Woche mit mal, oh mein Gott, ich stehe einfach auf. Morgens und gehe aus dem Bett. Also, ich meine, klar, Jugendliche lachen da drüber, aber wenn ein normaler Mensch oder ich sag mal ein Mann in einem Alter von 45 oder 47, 48 oder wie auch immer, wie alt wir jetzt sind, ja, da ist es dann so, man steht aus dem Bett auf und dann muss man erst einmal so ein bisschen in Wallung kommen. Manche sitzen sogar noch einen Moment am Bettrand, müssen das erst einmal alles, dass das Blut muss in Wallung, muss überall durchlaufen und dann steht man so langsam auf und muss erstmal den Rücken gerade machen. Das ist irgendwann weg. Nach 7 bis 14 Tagen ist das komplett weg. Du stehst auf und bist fit. Das ist mir dann aufgefallen und dachte, das ist ja irre. Und damals habe ich noch gar nicht viel gewusst über MSM, OPC, Selen, Silizium, hier, Silberwasser, ne? Achso, das wollte ich auch nochmal zahlen. Kollidales Silber, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Aber ich will jetzt auch nicht abweichen. So, das ist mir aufgefallen. Dann auf der Arbeit. Wenn ich zur Toilette gehe, muss ich immer über so einen Zaun steigen. Warum, weshalb, ist ja kackegal. Jedenfalls muss ich immer über einen Zaun steigen und dabei die Beine anheben. So, und irgendwann nach 2, 3, 4 Wochen ist mir aufgefallen, die ganzen Bänder, die Sehnen, alles hat sich verlängert. Man ist fitter, man kriegt die Arme besser hinter den Rücken oder man kann viel einfacher das Bein anheben. Ist vielleicht für die Frauen ganz interessant, ne? Auf meinem Kanal, ne? Da können sie besser die Beine anheben. Aber sei es drum. So, noch eine Sache, die sehr interessant ist. Ich habe meinem Vater das Zeug gegeben, habe gesagt, hier Papa, nimm das mal, hier, du musst mal den Körper entgiften. Ich sag, mach es aber bitte, weil je älter ihr seid, umso langsamer müsst ihr es steigern, ja? Ich sag mal, wenn ihr 40 bis 50 seid oder ich sag mal 30 bis 40 seid, dann nehmt ihr erstmal 1, 2, 3 Tropfen und erhöht das bis auf 12, 15, je nach Wohlbefinden, immer schön mit dem Holzlöffel umrühren. Und wenn ihr aber älter seid, wie mein Vater zum Beispiel 70, ihr wurdet euer Leben lang vergiftet, dann könnt ihr nicht euren Körper sofort Chlordioxid reinhauen, 10 Tropfen, dann ist das, als wenn eine Atombombe einschlägt, okay? Das heißt, er sollte, dann habe ich ihm gesagt, nimm mal erstmal so 2 Tropfen, das machst du 2 Wochen lang und dann nimmst du nach 2 Wochen, nimmst du 5 Tropfen und so haben wir das langsam erhöht, ja? Bis er so bei 10 Tropfen war. Und irgendwann kam er an, und das fand ich sehr interessant, da sagt er, du, ich muss mich gar nicht mehr hinsetzen, um mir die Socken anzuziehen, ich kann mir Schuhe und Socken im Stehen anziehen. So viel zum Thema, kennen viele ältere Leute, auch, weiß nicht, ob es Frauen auch haben, Männer, die sich dann aufs Bett oder auf die Couch setzen, so dann das Bein anheben. Im schlechteren Fall müsst ihr das Bein sogar mit dem Fuß noch auf das andere Bein heben. Habt ihr schon mal gesehen, dass einer sein Bein mit dem Fuß auf das andere Bein hebt? Boah, ich bin aber auch ein Hirni. Egal, also jedenfalls müsst ihr dann, ältere Leute kennen das, man hebt mit den Händen das eigene Bein auf das andere Bein, um sich dann Socken und Schuhe anzuziehen. Und das ist weg. Du hebst einfach das Bein auf das andere Bein. Oder du stehst auf und ziehst dir die Socken im Stehen an. Also das alles ist dadurch, dass das Blut in eurem Körper alkalisch wird. So, das heißt, Chlordioxid oder auch Natron, also quasi, ihr könntet auch Natron nehmen. Natron zum Beispiel ist fast das Gleiche. Es macht auch nur
das Blut basisch, wenn ihr es trinkt. Macht ihr euch einfach so ein bisschen in ein Wasserglas, ich sag mal so eine von einem Teelöffel das Ende, so ein bisschen in so einen kleinen Shot rein. So, und jeden Morgen trinkt ihr das. Bei Natron auch. Augen werden besser. Sehkraft verbessert sich. Genauso wie Chlordioxid. Ihr werdet sehen, wenn ihr morgens immer schlecht gucken könnt oder abends das Handy nicht mehr erkennt, ihr werdet sehen, dass ihr das Handy wieder dichter vors Gesicht nehmt. Also es, der Körper wird quasi, ja, wie, ich kann das nicht erklären, Freunde. Es ist schwierig zu erklären. Also es ist, der Körper wird alkalisch, die Giftstoffe gehen raus, das Wohlbefinden wird besser, die Darmflora wird besser, wie gesagt, die Bänder werden länger. Ich will das Video auch nicht zu lange machen. Also das ist das, was mir alles aufgefallen ist. Dann habe ich erst angefangen, irgendwann zu sehen, alter Facker, der Scheiß hilft ja. Draufgebracht hat mich tatsächlich Donald Trump, weil sie im Fernsehen ihn so niedergemacht haben. Und damals ging es um ja UV-Licht und Desinfektionsmittel saufen, haben sie gesagt. Und dann habe ich gedacht, da kann ja wohl nicht sein, da muss ich jetzt mal erstmal recherchieren. Und dann fand ich genau, was er meinte. Da gab es dann ein YouTube-Video, das wurde dann aber auch gleich gelöscht, das war gar nicht lange online, vielleicht einen Monat. Da haben sie durch einen, also wir wissen ja alle, oder viele wissen, hoffe ich, dass man mit UV-Licht Oberflächen desinfiziert. Ganze Busse fahren durch UV-Waschanlagen, um Pilze und alles zu desinfizieren. Kann man auch nachlesen. Und da habe ich tatsächlich ein Video bei YouTube gefunden, wo sie quasi eine Flüssigkeit durch einen Schlauch geleitet haben, der war angeschlossen und bei den Patienten, und der Schlauch war komplett mit UV-Licht, der war ja wie durchsichtig, aber mit UV-Licht, und da lief das dann durch. Was genau drin war, weiß nicht, war ein spanisches Video, ich kann kein Spanisch, aber war halt interessant. Also das habe ich dann gefunden, und darauf kam ich dann nach langem Recherchieren auf dieses Chlordioxid, und dann habe ich erst gemerkt, was das für ein Scheißzeug ist. Und dann habe ich mir dieses Buch von Andreas Kalker besorgt, Gesundheit verboten, unheilbar war gestern, und er gab mir quasi die Pille, die rote und die blaue Pille, ja, nimm die blaue Pille von Matrix. Nimm die blaue Pille und du bleibst im Wunderland. Du wachst in deinem Bett auf, ja, und glaubst an das, an was du glauben willst. Geh zum Doktor, geh in der Pharmaindustrie, guck Fernsehen, glaub alles, was die Scheißer dir erzählen, über Impfung, über Kriege, über alles, über Gesundheit. Oder du nimmst die rote Pille, und so steht es auch in diesem Buch, und ich führe dich in die Abgründe der Pharmaindustrie. Geiles Buch, sollte jeder gelesen haben. Ich will es jetzt auch nicht zu lange machen. Ich bin erstmal raus, gleich lese ich noch was wegen Fußpilz vor. Ciao, ciao.